Auswirkungen, die dieser Titel Technische Hochschule für uns hat, die sind für uns noch gar nicht absehbar. Ich habe vorhin gesagt, das ist der zweitwichtigste Termin in der Geschichte der Hochschule, das meine ich auch so. Es gibt in Bayern jetzt nicht mehr nur Universitäten und Fachhochschulen, sondern es gibt irgendwas noch dazwischen, die technischen Hochschulen. Also eine deutliche Herausheben aus den anderen Fachhochschulen, aus der Fachhochschullandschaft. Das heißt, wir werden damit Möglichkeiten bekommen, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Zunächst mal bedeutet das Geld, das wir bekommen, dass das erste Mal überhaupt eine Fachhochschule eine Grundfinanzierung im Bereich der Forschung bekommt. Das wird uns insgesamt ändern, das wird uns weiterbringen und wird auch alle anderen Bereiche in der Hochschule mit Sicherheit deutlich stärken, wird auch dieses Thema Qualität, das wir uns als Hochschule jetzt immer stärker auf die Fahne stellen.